Da ist irgendwie scheiße, dass das schon wieder aussieht. Das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich erstmal die Gemeinde darauf aufmerksam gemacht, wie es hier aussieht und dass ich meinen Papa nicht loswerde. Und ich meine, das sah noch schlimmer aus als jetzt. Und dass da halt auch Kartons von Gewerbetreibenden bei sind, also von Hotels und Gastronomen, keine Ahnung, Restaurants. Und der eigentlich nicht Sinn der Sache ist. Naja, und ja, wurde hoch und heilig versprochen, sie kümmern sich drum, sie haben sich drum gekümmert. Den Tag kamen noch welche und haben es geleert. Nicht alles, aber immerhin so, dass ich meinen Scheiß dann so noch losgeworden bin den Tag. Und natürlich auch, sie kümmern sich um mehr. Das kann nicht Sinn der Sache sein, aber wie man sieht. Naja. Warum ich jetzt schon so früh unterwegs bin mit dem Auto, nicht um meinen Pappe loszuwerden, die Götze wieder im Kofferraum geschmissen habe, weil, naja, okay. Ich fahre jetzt zu Jens und danach fahre ich mit Jens nach Wolgast, weil ich zum Zoll muss und da irgendeine Sendung für mich abholen muss. Keine Ahnung, was es ist. Bei meinem Glück ist es wahrscheinlich nur so eine kleine Fahrradhalterung für die GoPro, die mich irgendwie 2 Euro gekostet hat, und die fahre ich dann jetzt in Wolgast beim Zoll abholen, weil da außen dran nichts dran war, keine Ahnung. Vielleicht auch nur ein T-Shirt, keine Ahnung, ich erwarte eigentlich ein bisschen mehr aus dem Ausland. Tja, naja, nervig, aber wird's machen. Und da ich heute Morgen frei habe, bietet sich das gerade mal an, dass ich das jetzt mache. So, habe ich alles, dann packe ich jetzt zusammen und fahre. Unterwegs kurz vor Stadt Usedom. Das Wetter ist scheiße. Ist toll. So ein bisschen natürlich, aber ja.
daran, dass das Handy so ein, ja, also so eine, das Handy benutze ich halt für Beam, für Snapchat, um Facebook-Status zu prüfen oder abzusetzen, Twitter zu checken, Mail zu checken, für allen möglichen Scheiß. Und wirklich Scheiß, weil das wäre, ist nicht immer notwendig, sofort und, ja, und dann ist das Handy, wenn es dann an ist, sowieso immer im falschen Modus oder man ist halt nicht schnell genug. Und ich bilde mir ein mit so einer Videokamera, die dafür gedacht wäre, die wäre halt immer an, also die würde ich halt immer laufen lassen und kann ja dann beim Schneiden später alles, was ich brauche, rausschneiden, wegschmeißen, aufgeschissen. Kostet ja alles ja irgendwie keinen Film mehr, sondern nur kurzen Speicherplatz und den kann man wieder leer machen. Ja. Weiß ich nicht. Und die GoPro hast du halt auch nicht. Aber ne, würde ich mit dem Handy in der Hand rumrennen und beamen oder Snapchat machen. Und in der anderen Hand hätte ich die Videokamera ständig am Laufen. Auch eher unwahrscheinlich. Aber ja, wie gesagt, ich bilde oder rede mir ein, dass ich sie schneller zur Hand hätte, wenn das wäre. Wo wenn sie aus gewesen wäre und heute und ich das wäre gemerkt, dann hätte ich es auch nicht mehr geschafft. Also es ging dann doch zu schnell. Wie gesagt, auch die GoPro mitnehmen können und dabei haben können, dann ja, wahrscheinlich wäre die Kamera auch zu uns gewesen. Aber so redet man sich die Sachen ein, nur weil man sich irgendwie ein neues Gadget kaufen möchte. Und ich würde mir schon ganz gerne eine Kamera zum Bloggen kaufen, weil wie gesagt, das Handy ja dann doch immer für andere Sachen da ist, wenn man den Akku noch ersparen will. Und der Akku von der GoPro geht auch ziemlich schnell runter. Leider. So eine Canon G7X wird von vielen Vloggern empfohlen, übrigens auch von Casey Neistat und von wer war das noch? Ja, Mr. Ben Brown natürlich. Die nutzen die auch alle. Und die haut auch echt ziemlich coole Videoqualität raus, zumindest wenn man dann auf YouTube dann sieht. Die. Und klar, der Casey, der rennt auch immer mit seiner Spielreflex rum. Aber ja, du merkst den Unterschied eigentlich. Das ist schon ziemlich beachtlich und ziemlich cool. Auf der anderen Seite sage ich mir, wäre natürlich auch praktisch, warum ich gleich so eine kleine Handkamera, Videokamera, wie ich schon mal hatte. Ich hatte immer die Canon HF100 und die habe ich ja da unsere Zeit und Geldmangel verkauft, vor allem aus Geldmangel, wo ich da umgezogen bin oder umziehen musste. Und ja, das war schon ein cooles Stück, die macht da auch schon Full HD und so. Das ist schon, boah, weiß ich nicht, 5 Jahre wieder her. Länger wahrscheinlich schon. Ich hatte das Bunny damals schon. Ja, und Jens hat die übrigens, die kennen im HF100. Die sind dann super. Wobei ich mir natürlich auch gleich wieder denke, naja, muss ja auch, ne, wird ja nicht nächstes Jahr gleich wieder eine neue Kamera kaufen. Und es wäre natürlich schon cool, wenn eine Asi, wenn dann auch gleich 4K aufnimmt. Also in 4K aufnimmt. Aber davon gibt es halt noch nicht so viel. Die kostet halt auch gleich wieder eine Stange. Ich glaube, unter 800 kostet momentan keine Kamera, die in 4K-Auflösung aufnimmt. Ist halt zu viel für mich momentan. Oder will ich dann irgendwie nicht ausgeben für die Sache, die ich momentan auch mit der GoPro oder dem Handy machen kann. So locker sitzt mir die Kohle dann doch nicht. Und selbst die Canon G7X, die ich gerne hätte, die kostet irgendwie noch 500 Euro. Und ja, das ist halt auch ein bisschen ungünstig. Nee, ist nicht günstig. Ups, falscher Gang. Ja, also, sagt dein Verstand dann wieder, nee, mach mal hier mit der GoPro weiter und dem Handy, es geht schon irgendwie. Dann hast halt den Unfall oder irgendwelche anderen spannenden Sachen halt nicht drauf. Ärgerlich, aber was willst du machen? Also sind wir lieber vernünftig. Kann auch ein bisschen erwachsen sein mit 32 Jahren. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, was das sein könnte. Entweder ist es ein T-Shirt. Achso. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, was das sein könnte. Ich muss jetzt erstmal den gedanklichen Boden bekommen. Ja. Ich meine, was beim Zoll rumliegt. Ja. Mhm. Entweder ist es ein T-Shirt. Oder ist ein T-Shirt und ein Sweatshirt. Hä? Oder ist die Halterung für eine GoPro ein Fahrrad? So
ein 2-Euro-Teil. Das ist scheiße. Oder ist die Drohne hier, die Zahnlose? Zollzelle begeben, bis der Tier dann von der Bank zurück ist, 2025. Den muss ich aber erst mal finden. Die Bank. Hey. Ja, ja. Oh. Dann ging es ganz nett eigentlich, aber ist halt... Ist keiner da, ne? Ja, doch, ist schon so ein Spiel unterwegs da. Problem mit den sozialen Netzwerken, die ganz cool sind, aber wo keiner ist. Veröffentlichungen und sogar in der Süddeutschen kann man nämlich richtige, geile, riesige Abhandlungen über Facebook schreiben, wie scheiße doch Facebook ist. Ein Problem an der Sache ist, da sind alle. Da kann auch die Süddeutsche nichts gegen machen. Aber egal. Ich will mich ja nicht aufregen. Bringt ja nichts. Bringt ja nichts. Weil du nimmst jetzt auf, indem du, wenn du Beamer anhast, ne? Weil du kannst ja mal anmachen. Ne? Indem du hier oben klar das Dings dazu hältst, dann nimmt er 4 Sekunden auf. Das hältst du zu. Und wenn dann wieder Piep macht, ist die Aufnahme weg und wird sofort gepostet. Die Kamera, die Frontkamera hält sich. Nee, den Sensor hier, der Helligkeit regelt. Ne, also wenn du telefonierst und du hältst das Telefon am Ohr, ja, dann geht der automatisch der Bildschirm aus. Ja. Ne, und wenn du. Und diese Sensortätigkeit genau. Übernimmt. Nimmt er als Auslöser für die Kamera. Und dann nimmt er 4 Sekunden Video auf. Okay. Und es ist nicht
schnappe ich mir als erstes mal den Hund und werde in den Wald gehen und dann muss ich irgendwie ein bisschen was tun. Das heißt, muss, ich will. Steht so ein bisschen auf meiner To-Do-Liste. Mal sehen. T-Shirt und neues Sweatshirt.